immer Leute. Hallo Cooper, hörst du mich? Also, neue Priorität für Freeman. Sagt ja schon einiges. Ziehen uns aus der Basis zurück. Ich weiter darauf eingehen. Wenn Mechano-Einheiten noch Bombenziele gefunden haben, sofort auf der taktischen Karte markieren. Wo ist Scheiß Freeman? Können wir nicht unsere Zeit vertrödeln? Sie müssen mir glauben, Freeman könnte überall sein. Ich lasse Sie erst gehen, wenn Sie geredet haben. Also, wenn ich das so sagen darf, ich bin ziemlich schwer verletzt. Das erste Mal, als ich den gespielt habe, habe ich den einfach eiskalt ermordet. Mhm. So, hier ist nochmal rausgekommen, der Weg. Kiste. Ja, hier. So, wir laufen jetzt hier lang. Oh, wir laufen jetzt zu unserem... Oh, hier noch nicht. Wir laufen jetzt zu unserem Kollegen. Nein! Was willst du? Was? Lass mich hier raus! Das ist pervers. Warum tut er das? Und die kommen so plötzlich. Ich weiß nicht auswendig, wo die sind. Vermisst. Au, da war Feuer. Aua. Bam. Darf ich mir mal zeigen, wie man los ist? Haha, habt ihr das gesehen? Da schon wieder. Mit Licht. Also nur... Selbstaktivierung. Trifft. Ekeln. Ein Soldat. Trifft er eigentlich nur. Mit allem anderen trifft er nicht. Hier wollen wir nicht. Doch, hier wollen wir runter. Jetzt wird es wieder tricky. Munition verschwenderisch, meine ich. Nein, wir nehmen uns die erste Waffe. Bitte hiermit. Denn, ich zeig's euch einmal. Wir machen mal Blind Run. Das passiert dann. Ich weiß jetzt ungefähr noch vom letzten Mal, wie der Weg ging. Ich habe es nämlich letztes Mal auf diese Art gemacht. Hier springen. Hier warten wir mal. Drei Schüsse reichen aus, ob der Weg stabil ist oder nicht. Ja, das ist natürlich sicher. Scheiße. Und das war's schon. Yeah. Das ist eben der Chef. Er ist noch einmal dran als Gordon Freeman. Vor allen Dingen, da er länger im Black Mesa rumlaufen wird als Gordon Freeman. Ja, bewegen. Zombie. Hier ein Fressner. Wow. Da ich weiß, was man die Rakete hat, dass ich das letzte Mal Schmerz auf die Tür bekommen habe. Ich hab nicht gesehen, dass ich die im Inventar gekriegt habe. Die ganze Zeit Feuer durchgedrückt. Das ist vor mir kill ich dann. Au, das ist so schnell verbrannt. Ja, aber Adrian Shepard ist cool. Der macht das nicht. Au. So, das Teil ist A. Hinten. Nach hinten sprinten, ducken, fallen, landen. Das weiß ich. Wir treffen gleich auf eine neue Art Gegner. Grenzfeld. Feuer weg.
Und da ist unser neuer Gegner. Das ist eine neue Version von Zombie. Eine mutierte Form des Zombies. So, die nächste Stufe, oder? Ich glaube, noch eine andere. Ach, so, voll weg. Das ist voll. Hier, das ist besonders. Da kommt jetzt Feuer. Dann müssen wir gemäßigt ein bisschen mehr rennen. Dann müssen wir zusammen kommen. Von hinten wieder. Ja, genau. Von vorhin hinten wieder. Was ist dein Problem? Richtig, ja. Da ist ein Soldatenzombie. Headshot. 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 Boom. Boom. Ja, also, okay, liegt alle noch. Zombie normal. Professor. Shadow Drink durch. Hier offen. Erinnert ein bisschen an Mond. Zombie Version 2. Öffnet sich extrem. Zähne sind zu sehen. Und es ist weiter geöffnet. Das ähnelt mehr an einen Mund. Und es ist verschimmelt. So sieht's aus. Hier. Handgranaten. Handgranaten, gut. Das hier erinnert doch wirklich an Zen. Sag ganz ehrlich. Zen. Na, da. Jetzt kommt der Feuertest. Und wir gehen hier in das neue gemachte Loch. Ich habe einfach auch hier gehangen. Das hätte ich... Hallo. Headshot, Headshot, stopp! So viel Headshots sind da, wenn man die kaum sieht, muss ich zugeben. Da ist auch noch einer. Nein. Und ich habe kaum noch Munition. Das ist meine tolle... Wird auch nicht mehr nötig sein, da ich ihn nehme, da wir jetzt aus dem Krisengebiet gleich raus sind erstmal. Oh. Ah, sie haben mich erwischt. Ja, wir können hier stehen, im Stehen durchlaufen. Alles klar. Freiheit! Ein Soldat, er schleppt sich raus. Der ist schon tot, also man sieht nicht mehr, dass es Ziel ist. Hören Sie, Shepard, diese Dinger, die werden uns alle umbringen. Was wird uns alle umbringen? Na, dann geht's nicht. Dann laufen wir. Was ist das? Was sind das für Dinger? Also ich weiß sie nicht namentlich, aber das ist was ich meine. Kabusch. Frag mich immer noch, warum für das offen ist. Ich lade nach. Und schauen uns die Kiste an. 100% ein. So, hier. Was seid ihr denn? Sieht scheiße aus. Es sind so komische Teile, die auch noch spucken können. Das kommt aber jetzt gleich erst. Jetzt machen wir, zack, Tür auf, ducken uns hier hin, denken, scheiße. Und die Treppe. Oh.
ich auch noch eine. Schauen uns die Sachen hier an. Diesmal werde ich auch nicht mehr gehen, weil... Neue Waffe, die ich nicht brauchen werde. Ich habe nämlich die in Half-Life benutzen werden sehen. Null. Cool. Jetzt hier drin ist eine schöne Waffe. Vorsichtig. Noch eine neue Waffe. Und jetzt kommt die schöne Waffe. Die mit Vorsicht zu behandeln ist. Ja, der Raketenwerfer. Das ist eine Kiste. Und wenn man den ganze Zeit durchdrückt, haut man sich den voll selber rein. Gott. Lass es. Boom. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ihr Soldaten mit dem Befehl, dieses Institut zum Schweigen zu bringen oder Alien. Diese üblen Aliens. Ich bin doch ganz lieb. Ich speichere lieber hier. Wow. Ob der Aufzug noch funktioniert, ist der da noch? Keine Ahnung. Hier werden wir noch sehen. Blut im Aufzug. Wahrscheinlich lagen hier mal Leichen, was weiß ich. Wow, das hat mir jetzt so viel gebracht. Reinzugehen, hier hochzuklettern. Dann ist diese aufgebrochene Tür, welche jetzt hier nicht reingekommen ist, einzugehen. Ist hier was drin? Nein, machen wir gleich aus. So, dann kommen gleich wahrscheinlich schon die ersten Parts von Half-Life Opposing Force. Nein. Das Wasser an sich ist nicht... Lass mich jetzt verarschen, Spiel. Ich werde jetzt im Ernst verraten, dass das Wasser nicht elektronisch geschockt ist. Aber dafür nur das Kabel. Aber es ist sehr glitschig, alles klar. Aufmachen. Vorräte durchgucken. Also, okay. Kann ich wieder zurück? Neun. Was sieht denn wirklich hier aus? Ja, die Lampe flackert nur noch. Hey. Guck mal, das ist hier doch noch was Interessantes. Was ist hier eigentlich? Unwichtig. So. Nein, ich weiß hier die Lösung, aber trotzdem. Ich muss doch ein bisschen so tun, als hätte ich keine Ahnung. So, hier gibt es eine neue Innovation. Einmalig. Nein, wir müssen nicht den Aufzug gucken. Nein, wir müssen am Seil klettern. Ja, ihr, das ist ein Soldat, der muss das können. Und das Beste ist, weil er von uns mit nach oben klettern. Dann können wir schwingen und schwingen und springen. Dann gucken wir unten. Batterie. Brauchen wir einen?